Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Beautiful Christmas Brigitte Box Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 84,95 € und soll einen Warenwert von über 300 Euro beinhalten. So, wir haben hier 24 wunderschöne Boxen und dieser Adventskalender kommt in einem richtig genialen Design. Er wurde mir tatsächlich kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier halt vorstellen zu können. Und ich werde ihn nicht in der klassischen Reihenfolge von 1 bis 24 öffnen, sondern ich werde tatsächlich wild durcheinander öffnen. Das heißt, ihr könnt euch dann ein bisschen überraschen lassen und ihr könnt auch frühzeitig einfach abschalten, wenn ihr einfach sagt, keine Ahnung, ihr habt 4 Produkte gesehen und habt euch dazu eine Meinung gebildet, ne? Dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich möchte halt jetzt nicht diesen kompletten Adventskalender in 1 spoilern. Wie das halt auch immer bei den Beautyboxen der Fall ist, kann es durchaus sein, dass sich in den unterschiedlichen Adventskalendern das ein oder andere Produkt ein bisschen unterscheidet und auch die Farbe vielleicht ein bisschen abweichend sein könnte. Also bei den Inhalten, wenn dekorative Kosmetik enthalten ist. Und wie auch bei der Brigitte-Box haben wir hier in dem Adventskalender Beauty-Produkte von Pflege und dekorativer Kosmetik. Auch Lifestyle-Produkte, Food-Produkte sind hier enthalten und ich bin wirklich gespannt, was wir hier drin jetzt enthalten haben. Also würde ich sagen, wir starten. Das erste Produkt, was ich rausnehme, ist halt direkt etwas, wo ich an meine Mama denken muss. Das ist von Sebamed Pro, das Vitalserum verleiht der Haut neue Energie, mindert feine Fältchen mit probiotischem Pflegekomplex. Das ist dieses hier. Und das ist ein Gesichtsserum. Das finde ich total super. Meine Mama hat super, super empfindliche Haut und hier sind 30 ml enthalten. Und ja, das könnte gegebenenfalls in ihrem Adventskalender dann auch zu finden sein. Müssen wir mal gucken. Ihr werdet auf jeden Fall auch von mir sehen, welche Adventskalender ich so gepackt habe. Also die werde ich auch noch online stellen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich euch auch zeige, was ich meiner Mama, meiner Stiefmama, meiner Schwiegermama in Spee, meiner Stiefschwiegermama in Spee, meinem Freund und so weiter in die Adventskalender reinpacke. Und falls euch das interessiert, kann ich euch auch wirklich alle vorstellen. Wow, ja, dekorative Kosmetik, das ist richtig cool. Alverde Naturkosmetik, hier haben wir einfach mal die Lidschattenpalette in der Farbe 02 Fairy Nudes drin. Ja. Alverde Lidschatten sind meistens etwas dezenter pigmentiert und von den Farben her sind sie auch immer etwas zurückhaltender. Du hast hier aber sowohl schimmernde als auch matte Töne mit drin. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also man sollte hier nicht den ultra krassesten Kabuff so vermuten von den Lidschatten her. Es sind aber deutlich tragbare Farben und du kannst da auch so einen Look, wie ich jetzt heute trage, so einen ganz schlichten Look einfach mit schminken und das finde ich total klasse. Du hast hier auch so einen Schwämmchenapplikator mit dabei und mit einem Schwämmchenapplikator intensivierst du sogar die Farben nochmal. Deswegen finde ich es gut, dass hier ein Schwämmchenapplikator bei ist, weil das passt einfach dazu. In der nächsten Box haben wir ein Lifestyle-Produkt, I Love Make-up. Das ist so ein Täschchen. Sehr praktisch, kann man gut gebrauchen. Wenn man verreist, kann man da seine Make-up-Produkte reinmachen und, und. Das finde ich toll. Sehr geil. Diese Maske hast du, ich glaube, in allen von den Adventskalendern, die man halt von der Reihe jetzt kaufen kann. Mud Maske Leave Me On Winter Mask. Das ist Protecting, Moisturizing, Ultra Repairing, Nourishing und Anti-Aging. 40 ml sind hier enthalten. Und das soll halt wirklich dein Gesicht reparieren, nähern, vor der Kälte schützen, Anti-Aging-mäßig sein und so weiter und so fort. Und das ist halt ein gutes Produkt, was du dir einfach drauf lässt, wenn es halt draußen rattenkalt ist und du einfach nicht willst, dass dir dein Gesicht vor lauter Kälte abfällt. Dann machst du dir das einfach morgens drauf und dann gehst du aus dem Haus und alles ist gut, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man das auch unter Make-up tragen kann. Ich glaube eher weniger. Habe ich jetzt so persönlich noch nicht getestet. Ich hatte so gehofft, dass in diesem Adventskalender hier auch Ampullen mit drin sind und ich wurde nicht enttäuscht. Von Barbour, You Are More Than Beautiful, das sind diese hier. Also, ja. Ich glaube, das ist extra für den Kalender dann, ja. Eigentlich sind es nämlich die Minimal Effort Maximum Results Ampullen. Das ist dieses Dreier-Set mit der Beauty Rescue, die dir Widerstandskraft und Ausstrahlung geben soll. Perfect Glow für Ausstrahlung und Feuchtigkeit und Lift Express für sofortige Glätte, ne? Das ist dieses Dreier-Set, kann man so normalerweise nämlich auch öfters in Boxen finden. Ich glaube, so einzeln kaufen kann man das nicht. Also die Produkte einzeln kaufen, ja, aber nicht dieses Set. Und dieser Überzieher...
Diese Verhüllung wurde dann extra jetzt für den Adventskalender gemacht wahrscheinlich, weil das habe ich so vorher noch nie gesehen. Das finde ich schön. Oh ja, die ist toll. Von I plus M, eine nährende Creme, Avocado und Hyaluron, 30 ml sind hier enthalten. Und das ist halt eine sehr, sehr tolle Naturkosmetikgeschichte, die halt als schöne, pflegende, reichhaltige Creme verwendet werden kann. Verwendest du dann einfach über deinem Serum, ne? Ganz normal machst du dir dann die Gesichtscreme drauf. Und ja, I plus M ist eine schöne Marke aus Berlin, finde ich sehr, sehr spektakulär. Ja, die sind halt echt öfters in Boxen vertreten, ne? Deswegen habe ich schon einiges von denen da und vieles hat mir auch richtig gut gefallen. Also von daher cool, dass dieses Produkt auch mit drin ist, weil ich irgendwie auch so die leise Vermutung habe, dass es gar nicht mal so günstig ist. Für mich ergibt es immer relativ wenig Sinn, dass man halt in einem Adventskalender auch Zahnpflege drin hat, um ehrlich zu sein. Es denken sich aber tatsächlich sehr, sehr viele Leute, dass es Sinn ergibt, wenn sie halt den Adventskalender packen, dass man auch Zahnpflege reinpackt. Naja, so auch in diesem Fall. Cura Prox Hydrosonic Easy verbessert die Mundgesundheit einfacher und zuverlässiger. Achso, da kriegst du halt quasi nochmal 20% drauf. Und hier hinten drin haben wir dann auch die Produktgeschichten drin, also Zahnpasta. Ja, es ist schön verpackt. Also da kann man ja gar nichts zu sagen, ne? Was ist das denn hier? Das finde ich irgendwie cool, aber es wird nicht auf meine elektrische Zahnbürste passen, Leute. Ja, hier hast du einfach ein Zahnbürstenköpfchen mit dabei, aber halt keine Zahnbürste. Die müsstest du dir theoretisch kaufen. Und ich glaube nicht, dass dieses Zahnbürstenköpfchen auf meine ganz normale Zahnbürste passt. Ich meine, dieses Köpfchen hat einen Wert von 6,45 Euro. Das ist ja alles so nett. Aber ich habe halt keine Zahnbürste. Ich weiß auch nicht, was so eine Zahnbürste kosten würde, aber ich habe die Oral-B und die gefällt mir sehr, sehr gut. Warum? Das finde ich irgendwie geil, weil so kannst du halt gucken, wie sind diese Bürsten, aber andererseits ist es auch Verschwendung, weil ich denke, 90% der Leute, die diesen Adventskalender bekommen, werden dieses Bürstchen drin haben und das wegschmeißen, weil sie es nicht verwenden können, ne? Mehr als 90%. Schade. Okay, ja. Und dann haben wir halt noch hier Cura Prox BU Watermelon. Das finde ich ganz nett. Eine Zahnpasta mit 10 Millilitern. Wassermelone mag ich gerne. Deswegen würde ich es auch als Zahnpasta nehmen. Klar, warum nicht? Und Pfirsich und Aprikose halt auch noch. Ja, ne? Das ist mal was anderes. Schon. Witzig. Hier haben wir ein Produkt drin, was wir letztens auch, glaube ich, schon in der Brigitte Box drin hatten. Und zwar von B-Skin Store Food Naturally. Das ist so ein Bienenwachstuch. Das ist total cool, weil das wird halt mit der Handwärme warm und beweglich. Und dann kannst du das halt so über deine geöffneten Lebensmittel drüber machen und das dann halt in den Kühlschrank packen. Und da kommen halt keine Viecher dran oder so. Oder ne, das bleibt halt dann alles fresh. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Da hast du 17x17 als Tuch mit bei. Und einfach unter Wasser kannst du es abwaschen und dann kannst du es wiederverwenden. Das finde ich echt nett. Also das ist auch nachhaltig und das ist ein cooles Lifestyle-Produkt. Ein Produkt von Louis Vuitton. Das ist etwas aus der Schweiz, okay. Eine reichhaltige Nachtcreme Anti-Age. Hallo. Rich Night Cream. Ja, Nachtpflege. Ja, hohe Wirkstoffkonzentration. Und hier sind 10 Milliliter enthalten. Muss sehr hochpreisig sein, wenn wir hier einfach nur 10 Milliliter drin haben. Aber ich glaube, Louis Vuitton war gar nicht mal so günstig, ne? Und hier haben wir, ach doch, das ist ein schöner Tiegel. Ne? So schön lila, violett. Mag ich gerne leiden. Das würde ich auch gerne abends einfach verwenden. Ne? Das ist schön, das kann man gut nehmen und das macht Freude, so ein Produkt. Das kommt auch bei meiner Mama in den Adventskalender. Kann man tatsächlich sogar als Fixing Spray verwenden, wenn man möchte, oder als Refreshing Spray. Das O-Thermal von Aven, ja, das ist das Thermalwasser. Ne? Das hat man jetzt ja auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gehört. Das ist sehr, sehr hautberuhigend, sehr angenehm und kann halt schön auch einfach zwischendurch genommen werden für empfindliche Haut, wenn du jetzt zum Beispiel diese trockenen Schienbeine hast im Winter, ne? Weil ich persönlich trage dann sehr, sehr viele Leggings oder halt so hier Strumpfhosen und so ein Kram und Stiefel halt vor allem, dann kann die Haut nicht so gut atmen und dann kriege ich halt wirklich super trockene Beine und dann ist es, glaube ich, ganz angenehm, wenn man zwischendurch das mal so in der Handtasche mit dabei hat und wenn man dann sowieso aufs stille Örtchen muss, dass man sich auch einfach mal diese Frische und diese Pflege gibt und ja, sich einfach ein bisschen Thermalwasserspray drauf macht. Ich glaube, das kommt ganz gut. Deswegen, das kriegt meine Mama wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Handcreme musste sein, natürlich. Eine Handcreme muss dabei sein. Oscar erlebe frisch würzige Muskatnoten und belebendes Zitronengras, inspiriert von Südostasien. Ach, du ahnst es nicht. 50 Milliliter sind hier enthalten. Das ist made in Germany. 99% natürlich, vegan und erlesene Zutaten.
riecht orientalisch tatsächlich. Riecht sehr würzig, ne? Also ich würde das tatsächlich auch für einen Mann in einen Adventskalender reinpacken. Ich packe ja auch ein paar Männer-Adventskalender zum Beispiel für unseren Postboten. Vielleicht funktioniert das bei ihm. Mal gucken. Was ist das? Lindesa, Save the Bees. Ja, das sehe ich auch so. Rettet die Bienen. Klassik, Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Okay. Warum rettet man die Bienen, wenn man hier Bienenwachs drin hat? Das verstehe ich nicht, den Zusammenhang, um ehrlich zu sein. Aber gut, rettet die Bienen finde ich per se schon mal ganz gut. Samtweiche, zarte Hände mit der Lindesa Classic. Die Nummer 1 in der Bienenkosmetik bietet Schutz und Pflege mit natürlichem Bienenwachs. Allantoin wirkt zusätzlich hautberuhigend und feuchtigkeitsspendend. Lindesa Classic zieht besonders schnell ein, ganz ohne zu fetten, mit feinem Duft von Bienenwachs. Hier, da steht's. Für jede verkaufte Tube Lindesa aus der Save the Bees Serie spenden wir 1 Quadratmeter Blühfläche für Biene, Hummel und Co. Das finde ich schön. Okay, 50 ml sind auch hier enthalten. Da riechst du jetzt hier nichts durch. Das ist auch eine sehr duftneutrale Verpackung, ne? Aber das finde ich einfach vom Grundgedanken her sehr, sehr charmant. Und das mag ich. Und das passt auch zur Brigitte Box, deswegen finde ich das cool. Und ja. Jetzt habe ich 2 aufeinanderfolgende Handcremes gehabt, aber Leute, seid euch gewiss, die sind nicht in aufeinanderfolgenden Boxen drin. Das ist jetzt einfach nur Zufall gewesen. Ich muss mir die ganze Zeit auf die Zunge beißen, dass ich nicht sage, die Nummer, Ich bin so in meinem Flow drin, Leute. Okay, hier haben wir von Eucerin Hyaluron Filler Day mit Lichtschutzfaktor 30 und hier sind 20 ml enthalten. Das ist auch eine gute Gesichtspflege tatsächlich, weil Eucerin ist ja auch so eine Apothekenkosmetik, ne? Dass man halt wirklich so hautfreundliche Kosmetik hier mit bei hat. Das finde ich gut. Und ja, das ist die Tagespflege. Sehr gut. Vielleicht auch für meine Mama in den Adventskalender. Also dieser Adventskalender wäre tatsächlich auch safe was für meine Mama gewesen. Ich glaube, die hätte sich über so gut wie jedes Produkt, was hier jetzt so drin ist, ne? Hätte die sich echt gefreut. Okay, das ist krass. Das ist von NYX, das Real Prodigieuse. 30 ml sind hier enthalten. Das ist ein Multipurpose Dry Oil for Face, Body and Hair. Also das ist für Gesicht, Körper und Haare. Und ja, das hatte ich auch schon öfters mal in einer kleinen Packung da. Und das ist jetzt halt tatsächlich das Große. Finde ich ultra gut. Das ist halt, ne, das macht dir die Haare schön. Das macht dir die Haut am Körper schön. Das macht dir das Gesicht schön. Das kannst du für alles verwenden. Und da sind ganz gute Geschichten drin, die alles halt toll machen. Frag mich nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus. 100% botanische Öle, Multifunktionstrockenöl, pflanzliche Öle. Was da jetzt konkret drin ist, weiß ich jetzt so nicht, aber das ist halt wirklich pflegend. Ne? Also ich habe es als Haaröl verwendet, ich habe das auch so ein bisschen für den Körper genommen. Sehr, sehr angenehm, wirklich. Ich glaube, mittlerweile gehören auch Trockenshampoos zu so einem typischen Klassikerprodukt in Adventskalendern, oder? Hier haben wir von Batiste das Trockenshampoo Volumen, gibt dem Haar traumhaftes Volumen mit aufpolsterndem Kollagen. 50 ml sind enthalten, ja, ne? Ich benutze kein Trockenshampoo, aber ich denke, dass viele andere das gerne verwenden werden und ja, deswegen. Jetzt kommen wir wieder zu etwas dekorativer Kosmetik und zwar von Bella Pia Cosmetics. Es ist ein Lippenstift in der Farbe Envy. Den finde ich schön, den müsste ich sogar selber auch schon da haben. Ja, das ist nämlich auch ein schöner Rosenholz, Dunkelrosenholzton, mega tragbar, absolut schön, sehr, sehr cremiger, haltbarer Lippenstift und kann ich echt empfehlen. Tolles Produkt. Und ich finde es auch schön, dass es halt nicht dieses klassische Rot ist, sodass man das halt auch außerhalb der Adventszeit tragen kann. Womit wir beim zweiten klassischen Adventskalenderprodukt wären, beziehungsweise Handcreme, Lippenstift, Trockenshampoo, es sind dann doch schon ein paar mehr klassische Adventskalenderprodukte. Und zwar haben wir hier eine Nagelfeile von Kanal. Aber das ist eine Glasnagelfeile. Das ist okay. Glasnagelfeilen mag ich. Die kann man sich auf die Arbeit gut hinlegen. Die kann ich mir in die Handtasche packen. Glasnagelfeilen sind halt auch wirklich, wirklich haltbar. Hier haben wir jetzt ein etwas edleres Produkt. Und zwar ist es eine parfümierte Bodylotion von Giorgio Armani C. 75 ml sind hier enthalten. Ich hatte auch schon mal diesen Duft in Full Size da. Der hat mir vom Duft her richtig gut gefallen, hat mir aber leider Kopfschmerzen bereitet. Vielleicht ist so eine parfümierte Bodylotion für mich eine tolle Alternative, weil das tatsächlich den Duft dann etwas dezenter über die Zeit abgibt und ja, man aber trotzdem sehr, sehr angenehm nach diesem Parfüm halt riecht. Denn das riecht so toll, das ist so ein weiblicher, wundervoller Duft, ne? Sehr, sehr cool. Diese parfümierten Bodylotionen pflegen jetzt nicht so ultimativ, wie das andere tun werden. Aber es ist halt eine schöne Geschichte, wenn man einfach mal ausgeht. Wenn man ausgeht. Oder wenn man Weihnachten feiert. Leute, der Parfüm-Adventskalender, den ich packe, lässt grüßen. Wir haben hier einen Duft drin und zwar von Larisée. 50 ml. Das ist die Nummer 46.
ein Eau de Parfum. Larisé stellt, soweit ich weiß, Duftzwillinge her. Ich weiß echt nicht, zu welchem Duft dann der Zwilling sein wird. Das blende ich euch mal ein. Und die haben halt so einen schönen Flakon, der sehr schlicht ist, aber auch wirklich sehr gefällig. Also den kannst du auch wirklich schön irgendwo hinstellen. Ne? Der passt überall zwischen. Ich kann mal so... Das riecht angenehm. Hat auch so eine schöne blumige Note dabei. Ich habe euch jetzt auch eingeblendet, zu welchem Parfum das der Zwilling sein soll. Aber es ist halt eine 50 Milliliter Größe, ne? Das ist halt echt ein Oschi und das war jetzt nicht irgendwie in der 1, 6, 12 oder 24 drin. Das ist jetzt einfach mal random mittendrin im Adventskalender gewesen. Riecht sehr, sehr gut. Hat auch sowas leicht Fruchtiges mit dabei. Aber ich habe genug Parfüms da. Ich brauche nicht noch mehr und deswegen muss ich mich bremsen. Und deswegen habe ich auch für mich tatsächlich irgendwann diesen Parfüm-Adventskalender ins Leben gerufen. Ja, deswegen. Und das wird da auch mit reinkommen, glaube ich. Hier haben wir das nächste Produkt und zwar ist das von der Marke Gag & Lou. Und das ist eine Marke, die ganz tollen Schmuck herstellt. Und das hier ist ein Armband. Das hatten wir tatsächlich auch schon in einem anderen Adventskalender, deswegen kenne ich das tatsächlich schon. Es ist super, super schön. Es hat auch so ein schönes, vierblättriges Kleeblatt oder ein Kleeblatt hier hinten dran. Das ist ja auch das Logo von Gag & Lou oder Gag & Lou. Und hier sehen wir dann auch nochmal das Armband, was ich sehr, sehr schön finde. Deswegen, ne, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, das im Adventskalender zu haben. Und das ist halt auch ein sehr schlichtes Armband. Kann man gut tragen. Das hier werde ich safe verwenden, wenn ich mit meinen ganzen Adventskalender-Unboxings durch bin. Denn meine Fingernägel heulen. Und das hier ist Nail Repair Microcell 2000. Damit kriege ich kräftigere Nägel in 2 bis 3 Wochen. 15 Milliliter sind hier enthalten. Und ich kann das so gut gebrauchen. Ich feiere es gerade so sehr, als hätte Brigitte Box mich gehört und gedacht, ja, ja, komm, für Claudi packen wir nochmal ein Mikrozell mit rein, okay? Scharf. Ja, geil, das habe ich schon so oft gesehen und ich habe viel, viel Positives davon gehört, aber ich habe es noch nie selber verwendet. Ich muss es verwenden. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Das musst du immer wieder drüber machen und dann wieder abmachen und wieder drüber machen und wieder abmachen. Keine Ahnung, ich muss mich da mal einlesen. Schreibt mir das sonst gerne mal unten in die Kommentare rein, wie das nochmal funktioniert. Ich weiß es nicht. Und dann werde ich das nach den ganzen Adventskalendern, die ich hier habe, verwenden. Ja, es wird mir eine Wohltat sein, Leute. Oh, schön. Hier haben wir von Skinneco. Ich kann diese Marke einfach nicht aussprechen, aber ich habe schon öfters in den Händen gehalten. Mineralerde und Ziegenmilch. Das ist eine Naturseife. Und das ist eine schonende Pflege tatsächlich für die Hände und fürs Gesicht, für den Körper. Und das ist echt so eine Universalseife. Es ist sehr natürlich und sehr sanft zur Haut, sehr mild. Und das finde ich total cool. Riecht echt interessant, um das mal so zu sagen. Halt sehr, sehr natürlich. Ich meine, dass ich davon tatsächlich auch selber noch ein Backup da habe. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, ne? Jetzt kommt die letzte Box. Und das ist ein Full-Size-Produkt. Rezeptur ohne Mikroplastik von Kneipp, Aromapflegedusche, genieße dein Zuhause mit Kakao und Pekanuss. Alto Belly. Das ist ein Winterprodukt, Leute. Das finde ich klasse, oder? Ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Und es ist halt wirklich groß, ne? 200 Milliliter. Lass die Welt draußen. Einfach mal so ein bisschen abtauchen. Voll schön. Ich meine, ich bin jetzt kein Mensch, ich mag nicht so gern nach Essen riechen, um das mal so zu sagen. Ne? Ich muss jetzt erstmal dran schnuppern. Ich guck mal, wie es riecht. Es riecht intensiv nach Kakao und Pekannuss, um das mal so zu sagen. Da weiß ich nicht, ob das mir gefallen wird, aber es ist halt ein geiles Produkt und es passt zum Thema Adventskalender, oder? Leute, das war jetzt auch der Adventskalender. Lohnt sich die Investition? Ja. Definitiv. Du hast hier eine schöne bunte Mischung drin aus vielen Kategorien, aus pflegender Kosmetik, ein bisschen dekorative Kosmetik, ein bisschen Lifestyle, aber hauptsächlich hast du hier halt wirklich Pflege drin. Du hast hier Parfüm drin in der Full Size, du hast hier wirklich ein geiles Gedöns drin, ganz ehrlich. Also das ist von den Adventskalendern, die ich hier aus dieser Reihe aufgemacht habe, der mir tatsächlich am besten gefällt, aber ich glaube auch, dass es der teuerste ist, also von daher, ich habe echt einen teuren Geschmack, ne? Verrückt, aber gut. Es war ein richtig schönes Erlebnis und hier hast du halt einen Warenwert von über 300 Euro drin und das
merkt man, wenn man den auspackt. Ich denke, dass wenn man den halt verschenkt, dass man da jemanden auch sehr, sehr glücklich mitmachen wird. Oder man macht sich selber halt damit ein bisschen glücklich. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt nun gewesen mit dem Adventskalender von Brigitte Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!